So, ich nehme dich jetzt mal mit, das Harmonium aufzumachen. Das ist eher selten, dass ich ein Harmonium aufmache. Und so kannst du auch mal sehen, wie es von innen drin aus sich anhört und aussieht. Denn ich habe einen sogenannten Ton, den hörst du jetzt auch schon identifiziert. Das ist dieser hier. Der klingt, wenn man den Blasebalg bewegt. Das heißt, das hier schließt nicht richtig. Und jetzt werden wir herausfinden, warum nicht. Dafür habe ich erstmal die obere Abdeckung abgenommen und lege jetzt sozusagen die Taste frei. Das geht ganz einfach, indem man diese Leiste hier entfernt, dann am besten alles so beieinander hinlegt, dass man die Schrauben hinterher wiederfindet. Hier fehlt noch ein kleines Stückchen. Und noch eine kleine Umdrehung. Und zack, dann haben wir es. Genau, so, das ist die obere Abdeckung. Also wie gesagt, diese Taste. Wenn ich jetzt drauf drücke, hört man nämlich, dass sie schließt. Und jetzt kann man es auch gleich sehen. Also ich nehme jetzt mal das hier weg und nehme die Taste raus. So, ach, und da haben wir es schon. Ich zeige es mal näher an die Kamera, wenn das geht. Da liegt ein kleines Stückchen Holz drauf. Und das, ups, sollte natürlich nicht hier reinfallen. Das nehme ich weg, weil das ist natürlich logisch, wenn hier ein kleines Stückchen Holz drauf liegt, auf diesem, ja, auf diesem Stückchen Stoff hier, das abschließt, dann kann es natürlich nicht richtig schließen. Und jetzt habe ich einfach nochmal weggepustet, im Fall da noch ein anderes ist. Das heißt, okay, wunderbar. Jetzt setzen wir die Taste, also beziehungsweise setze ich die Taste wieder ordnungsgemäß ein. Da gibt es so ein paar kleine Dinger zu beachten. Dass hier zum Beispiel die Taste hinter das. Aha. Ja, das ist etwas friemelig. So. Wie ich sagte, etwas friemelig. Ah, das kann ich vielleicht. Genau, der sollte. Das liegt jetzt am Oktavkoppler. Da möchte auch noch mal. Das sollte auch noch mal richtig eingehakt sein. Ja, nicht so einfach. Der hintere dahinter. Dafür müsste ich quasi noch eine Taste rausnehmen, aber dann habe ich ja, ah, vielleicht klappt das so. Wie gesagt, ein bisschen friemelig, aber es sollte zu schaffen sein. Ach, oh, geschafft. Okay, jetzt geht die so hoch. Jetzt lege ich das Drähtchen hier wieder rauf. Jetzt hören wir mal. Kein Ton mehr zu hören, also ganz einfach zu regeln. Wunderbar. Dann schließen wir das Ganze auch direkt wieder. Und so kannst du dann eine Taste auch mal selber vielleicht reparieren, falls du den Blasebalg bewegst und du eine Taste hörst, dann könnte es sein, jetzt geht es hier darum, wieder die Löcher für die Schrauben zu finden, genau, dass sich da drunter ein Stückchen Staub oder Holz oder irgendetwas versteckt hat. Wenn das der Fall sein sollte, hast du jetzt hier eine super Videoanleitung. Also es ist natürlich immer so ein bisschen friemelig, bis man das wieder hingekriegt hat. Du merkst ja auch, es dauert ein bisschen, das richtige Löchlein hier zu finden. Der will noch nicht so richtig. Dann fangen wir mal auf der Seite an. Und genau hier. So. Ja, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie Harmoniumbauer und da Wesen sehr begabt. Aber vieles erklärt sich von selbst, wenn man sich das einfach anguckt. Ja, also diese Schraube, die wollen jetzt irgendwie gar nicht mehr rein. Ich habe jetzt natürlich auch ein viel zu klein. Schraubenzieher, eigentlich sollte man einen größeren dafür nehmen. Ich habe jetzt das genommen.
das da war. Okay, ich werde hier noch mal ein bisschen dran rumbasteln, bis ich die Schrauben wieder reinkriege, aber das Grundprinzip ist klar. Dann kommt hier die Klappe wieder drauf. Ach, davon kann ich auch den Abstand ein bisschen sehen. Und dann ist hier, sind hier nur noch Töne zu hören, wenn ich das möchte. Und das mit den zweiten Register natürlich.